Naja, fällt heute so ein bisschen schwierig, ehrlicherweise muss ich sagen. Da gibt es immer noch kein klares Bild oder klare Meinung. Da brauche ich auch noch einen Tag für. Im Vorfeld haben wir gewusst, dass das ein Spiel, ein 50-50-Spiel ist, was in alle Richtungen laufen kann. Man kann es gewinnen, verlieren oder vielleicht auch unentschieden spielen. Und wenn man das Spiel gestern sieht, dann wäre das auch alle Bereiche möglich gewesen. Am Ende haben wir verloren, das ist ärgerlich. Und die genaue Analyse, die braucht einfach noch einen Tag, weil natürlich müssen wir herausfinden, warum wir es am Ende verloren haben, weil das ist der Fakt und das ist das, worüber wir uns ärgern. Und jetzt müssen wir in die Tiefenanalyse gehen. Die Daten sind erstmal ziemlich identisch mit denen von Augsburg und trotzdem haben sie das eine Tor geschossen und wir nicht. Und da braucht es einfach noch ein bisschen Zeit. Wir haben uns phasenweise, obwohl wir eigentlich gut vorbereitet gewesen sind, ja, ein bisschen anstecken lassen, zum Beispiel bei der Hektik auf dem Platz. Haben dann sicherlich so ein bisschen die Linie verloren. Wir waren aber auch nicht bei 100%, ja, oder der ein oder andere Spieler war nicht bei 100%. Und da müssen wir natürlich dann auch wieder gucken, warum waren sie nicht bei 100%. Wir hatten sicherlich, der eklatanteste Unterschied war die Passgenauigkeit, die Passquote. Da unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht die Statistik. Da waren die Augsburger besser. Und das sind sicherlich dann auch Ansätze, die wir finden müssen, um es besser zu machen im nächsten Spiel. Ja, und das werden wir finden in dieser Woche. Aber wie gesagt, heute ist das noch nicht abgeschlossen. Das kann man auch nicht, außer dass wir uns natürlich ärgern. Weil man natürlich 50-50 spielt und ich denke, das ist schon eine richtige Bewertung, kann man es halt genauso gewinnen. Und wir haben es halt nicht gewonnen. Es ist also definitiv ein Ansatz, den wir da finden müssen, weil wir da letztes Jahr haben wir eine Statistik gehabt, haben wir die schlechteste Laufleistung gehabt. Ja, darüber diskutieren wir zum Glück nicht mehr, weil es die Basis ist. Aber es ist erkennbar, dass wir Sachen haben, die wir verbessern müssen und aber auch verbessern können. Ja, und da müssen wir ansetzen. Da müssen wir intensiv dran arbeiten und Trainingsmethodiken und Inhalte finden, halt, wo wir da nachgewiesenermaßen es besser machen können. Halt, ja. Und dazu ist die Mannschaft in der Lage und jeder einzelne Spieler ist in der Lage. Und da muss sich jeder natürlich dann halt auch hinterfragen. Und wenn man das Spiel sich gestern nochmal anschaut, dann haben wir Situationen, die wir schon besser gemacht haben und besser machen können halt, ja. Wir haben vielleicht gestern auch so im Querschnitt der Beschreibung von Ihnen zu unserem Spiel, da gibt es schon ein paar Schlagwörter, mit denen muss man sich leider Gottes anfreunden. Ja, also jetzt nicht bei ihr grundsätzlich, ja. Also wo man sagt, ja, da war das Thema mutlos, war ein Schlagwort. Genau das ist jetzt das, wie es am heutigen Tag dieser Prozess dann abläuft. Ja. Das zu hinterfragen, waren wir wirklich mutlos. Ja. Wir haben mehr Eckbälle geschossen. Wie waren die Standardsituationen im Vergleich zu anderen Spielen? Sind wir richtig reingelaufen? Und. Also das ist jetzt die Detailarbeit. Aber eins bei einem ist klar, die Passgenauigkeit, die Passquote, die muss besser werden, auch wenn der Untergrund, und der war für Augsburg genauso schlecht, wie er für uns nicht gut war. Also das ist kein Einsatz zu sagen, es lag daran, dass es traditionell im Winter immer schwieriger zu bespielen ist, die Plätze, weil die Passquote von Augsburg war eine bessere, mit dem Unterschied zu unserer. Und das ist nicht zum ersten Mal so und da müssen wir Ansätze finden. Ja, ich kann nicht himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt agieren, dann hätten wir jede Woche eine andere Mannschaft. Das geht aber nicht, das funktioniert nicht. Und es ist auch kein Geheimnis, dass wir auch nur bestimmte Rahmenbedingungen haben. Ja, also ich habe jetzt nicht irgendwo bei Amazon einen Warenkorb, den ich nur draufklicken kann und dann sind am nächsten Tag 10 neue Spieler da. Ja, so funktioniert die reale Welt nicht. Und das ist in Ordnung, wenn Sie das anders definieren halt, aber so lässt sich es nicht funktionieren. Ja, und deswegen müssen wir es richtig einordnen. Es wurde nicht thematisiert gegen Mainz oder gegen Dortmund, dass wir ein Sturmproblem haben. Gestern hatten wir auch Möglichkeiten, Tore zu machen. Ich bin 100% bei Ihnen, dass wir nicht. Und das müssen wir analysieren, warum das der Fall ist. Von hinten angefangen bis vorne nicht unsere beste Leistung abgeliefert haben. Das haben wir schon besser gemacht und auch dementsprechend gepunktet. Aber die Diskussion, die kann ich jetzt nicht jede Woche anders führen. Ja, so funktioniert das in der realen Welt nicht. Die verändern sich mit einem Sieg und mit einer Niederlage nicht.
ja, sondern die sind so, wie sie sind. Und wenn ich das betone, dann ich muss die Rahmenbedingungen akzeptieren und ist es auch in Ordnung, dass man das erfragt und hinterfragt halt, ja. Aber nochmal, ich bin nicht im Schlaraffenland, ja, und es geht nicht darum. Grundsätzlich wären wir in der Lage, handlungsfähig zu sein, aber das hat alles seine Grenzen. Und wenn man dann halt Grenzen hat, die normal sind, muss man natürlich halt auch die Sinnhaftigkeit dabei hinterfragen. Halt, ja. Wir haben eh schon einen großen Kader. Ja. Es macht keinen Sinn, Qualität, die wir uns nicht leisten können, darüber nachzudenken und die Nummer 28 oder 29 brauchen nicht verpflichten. Das macht keinen Sinn. Also wenn, dann muss es sinnhaft sein. Ja, und deswegen ist es leicht im Fordern, aber ja, im Arbeiten dann doch ein kleiner Unterschied. Und dass wir begrenzt sind, das ist kein Geheimnis. Also das ist oft genug thematisiert worden. Wir sind die am wenigsten darüber diskutieren und jammern, weil man muss für sich selber die Gegebenheiten akzeptieren und das tun wir. Und deswegen müssen wir aus der Situation das Beste machen. Ja, das ist so. Aber die Nummer 29 brauchen wir nicht verpflichten. Das macht keinen Sinn. Ja, und ich habe immer gesagt, dass wir in der Lage sind, eventuell zu handeln. Aber wir werden hätten wir jetzt die Diskussion nach dem 1-0-Sieg, was sicherlich vielleicht in der Qualität der Leistung nur minimalen Unterschied gemacht hätte, hätten wir vielleicht jetzt hier eine andere Diskussion. Also klar ist es, werden wir den Januar dazu nutzen, da eine Entscheidung zu treffen. Und ich hätte heute auch noch nicht abschließend gesagt, jetzt haben wir gewonnen gegen Augsburg in einem Spiel, was jetzt nicht das Beste war und wir schon viel bessere Leistungen gemacht haben, deswegen machen wir nichts. Genauso sage ich jetzt nicht nach einer Niederlage automatisch, morgen kommen drei neue Spieler. Also so funktioniert es. Und wie gesagt, funktioniert es nicht. Ist es immer im Mannschaftssport so, dass wenn man vielleicht Situationen hat, wo man von der Bank kommt, dass man gerne mehr Spielzeit hätte? Das hätte jeder. Wir haben einen großen Kader. Das ist immer so, dass es latent auch Spieler gibt, die unzufrieden sind. Das ist aber auch der richtige Ansatz von einem Spieler. Wenn man, also das kann ich aus eigener Erfahrung, ich habe mich auch mal aufgeregt, wenn ich nicht gespielt habe, halt, ja, das gehört dazu und das ist auch normal. Man muss es nur richtig kanalisieren und richtig einordnen. Und wenn man dann die Spielzeit bekommt, da muss man halt auch liefern. Ja, und so geht es bei jedem Spieler. Und jeder hat natürlich die Chance, sich dementsprechend anzubieten über Trainingsinhalte, aber auch dann, wenn sie einerzeit bekommt. Also das ist ja ein Gegen und Nehmen. Also wissen Sie, die Erkenntnis, die musste ich auch erstmal gewinnen bei mir selber. Und das ist sicherlich bei jedem notwendig. Ja, da gibt es keine Ausnahmen. Die Erfahrung musste ich selber oft genug machen. Halt. Also am Ende lag es immer an mir, ob ich spiele oder nicht. Durch Inhalte, die ich setzen konnte im Training oder aber auch dann, wenn ich gespielt habe. Und dazu hat natürlich auch hier jeder die Chance.